Weihnachten, die Zeit der Ruhe und Feiertage, ist vorbei. Es ist noch immer Winterzeit und vorwiegend kalt und neblig draußen. Das kann sich schon auch auf das Gemüt auswirken. Manche Menschen reagieren in dieser Jahreszeit eher depressiv. Primar Dr. Albert Link erklärt, dass es sich dabei um eine saisonale Depression handelt. Von einer Winterdepression sprechen wir, wenn jemand zur Winterzeit, das heißt der November, Dezember vor allem gemeint, sich schlecht fühlt, müde ist, sehr viel schlafen muss und einen ausgesprochenen Appetit auf Süßigkeiten hat, dann ist es eine sogenannte saisonale oder Winterdepression. Diese entsteht, wie wir heute wissen, durch einen Lichtmangel. Da wird ein bestimmtes Hormon in der Zirbeldrüse zu wenig gebremst, das Melatonin, und das macht den Menschen dann müde, ähnlich wie es jene Tiere müde macht, die dann tatsächlich einen Winterschlaf brauchen. Also die Winterdepression ist fast ausschließlich auf den Lichtentzug zurückzuführen? Wenn es sich um eine sogenannte Winterdepression handelt, ja, eine gewisse Anfälligkeit ist auch gegeben, aber es handelt sich, wie wir wissen, tatsächlich um diesen Lichtmangel. Das sieht man auch, dass in den nordischen Staaten diese Störung noch viel häufiger vorkommt. In Finnland habe ich schon beobachtet und selbst auch erlebt, dass man in Kaffeehäusern im Winter Lichttherapielampen aufstellt und die Leute sitzen dann dort und lassen sich mit diesen Lux bestrahlen, um ihr Befinden zu verbessern. Leute haben sich auch sogenannte künstliche Fenster montieren lassen in Wohnzimmer, wo sie entsprechend Licht bekommen, das ihnen die Natur in diesen dunklen Monaten nicht gibt. Wie fühlt sich nun ein depressiver Mensch? Kann man das beschreiben? Ein Depressiver kann sich vor allem nicht mehr freuen. Das ist das wichtigste Symptom. Ich fühle mich schwer, ich kann mich nicht entscheiden. Ich schlafe oft schlecht, habe wenig Appetit. Meine Gedanken sind ins Pessimistische verdrängt und es kann am Schluss dann auch zur Verzweiflung und zum Suizid führen. Was kann man nun tun, um aus dieser Gemütsstimmung herauszukommen? Kann man sich selber helfen oder benötigt man unbedingt fachmännische Hilfe? Bei leichteren Depressionen kann man sich selber helfen. Wenn es aber weitergeht, dann sollte man einfach wie bei jeder anderen Krankheit Rat holen. Wenn man selber nicht mehr dazu in der Lage ist, ist man auf andere angewiesen, dann sollte diesen Betroffenen überzeugen, dass er sich beraten oder dann, wenn möglich oder nötig, auch behandeln lässt. Und was könnte man selber tun? Selber kann man gesund leben, sich ausreichend bewegen. Stress wird man nicht abschaffen können, aber möglichst dosiert auf sich zukommen lassen. Keine Sucht oder Genussmittel im Übermaß gebrauchen. Durch ausreichend Licht, das kann man holen, indem man über den Nebel geht, so man kann, oder sich im Freien bewegt, denn auch durch die Wolken kommt noch viel mehr Licht zu uns, wie wir meinen, kann man dieses Defizit aufheben. Wenn das nicht reicht, dann muss man sich ein Gerät beschaffen, ein sogenanntes Lichttherapiegerät. Wenn man nun merkt, dass der Mitmensch depressiv ist, kann man ihm eine Hilfe anbieten? Das kann man sehr wohl, indem man Verständnis für ihn hat. Oft wird es ja missverstanden und sagt man, dieser Mensch hat doch alles und ist unzufrieden. Und sonst tut ihm gut, wenn er jemanden hat, der bei ihm ist, der nicht endlos mit ihm diskutiert, sondern eher etwas mit ihm unternimmt, der ihn lobt für das, was ihm gelingt und dann aber auch sagt, wenn er selber an seine Grenzen stößt und dann auch professionelle Hilfe empfiehlt.